Das hier ist eine E-Mail-Antwort, sei A eine Matrix, die darf komplexe Einträge haben mit und gesucht ist der Kern dieser Matrix. Die Definition von dem Kern ist folgende: Das ist die Menge aller Vektoren. Natürlich dürfen die Komponenten komplex sein. Für die gilt Matrix mal Vektorprodukt gleich 0. Also ich suche alle Vektoren, die auch komplexe Einträge haben können, also sprich komplexe Komponenten, die praktisch auf den Nullvektor abgebildet werden. Ja? Also ich rechne Matrix mal Vektorprodukt und das ergibt 0. Alle diese Vektoren sind hier gesucht, alle diese Vektoren, die auf den Nullvektor abgebildet werden, stehen in diesem Kern. Gut. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen, sprich die Umformungen, die man machen kann, sind ja sozusagen unbegrenzt. Ich würde es so lösen. In der Mail ist hier eine Anmerkung, also ein Schrägstrich. Und hier ist der Nullvektor angetragen. Kann man machen, muss man aber nicht. Schreibt man dran und dann würde ich rechnen. Die neue zweite Zeile bekomme ich, indem ich i mal Wurzel 3 mal die zweite Zeile rechne und dann die erste Zeile drauf addiere. Die neue dritte, deswegen Strich, bekomme ich, indem ich minus i mal Wurzel 3 mal die dritte Zeile rechne plus die erste Zeile drauf addiere. Machen wir es ganz langsam, wenn ich hier die Matrix A mal allgemein schreibe, ja, dann schaut das Ganze so aus. Wobei jetzt stellvertretend der hier rausgegriffen, der Eintrag in der dritten Zeile und zweiten Spalte ist. Ja, dritte Zeile, zweite Spalte. Okay, dann rechnen wir mal den Eintrag aus in der zweiten Zeile und ersten Spalte, nachdem wir die Umformung durchgeführt haben. Machen wir es ganz ausführlich. Also was soll ich rechnen? I mal Wurzel 3 mal die zweite Zeile und die erste drauf addieren. Was steht denn in der zweiten Zeile? Ja, in der zweiten Zeile steht die 1 und dann addiere ich den Eintrag von der ersten Zeile dazu. Soll heißen, Wurzel 3 mal i. Ja, man sieht, es ist im Grunde genommen fürs Rechnen irrelevant, ob ich das i vor die Zahl stelle oder die Zahl vor diese imaginäre Einheit. Ja. Machen wir es aber, einigen wir uns auf eine Schreibweise, schreiben wir die Zahl vor die imaginäre Einheit. Okay. Fürs Rechnen spielt es wirklich keine Rolle, aber wir einigen uns auf eine Schreibweise. Okay. So. Also ich rechne Wurzel 3 mal i mal 1. Ja, hier steht die 1 und dann addiere ich den Eintrag der ersten Zeile drauf. Minus Wurzel 3 mal i. Naja, hier steht ja plus. Ja. Wurzel 3 mal i mal 1 bleibt Wurzel 3 mal i. Plus und Minus ergibt Minus. Ja, die zusammenzählen ergibt 0. Ja. Ja, wollen wir ja haben. Ja. Die Umformung kommt ja
nur dadurch zustande, weil man sich Gedanken machen muss, was muss ich rechnen, damit hier die Null kommt. Ja, im nächsten Schritt, was muss ich rechnen, damit hier die Null kommt, sprich die Zeilenstufenform muss hier angestrebt werden. Der zweite Eintrag, wie bekomme ich den? Naja, ich schaue wieder, was ich hier für einen Ansatz gewählt habe und rechne jetzt stur meinen Ansatz durch. Ja, was steht denn an der Position A Index 2, 2, der hier? Ja, bla. So. Und jetzt addiere ich den Eintrag dazu. So, dann habe ich, machen wir es ganz ausführlich, minus i Quadrat mal 3. Ja, die 3 kommt deshalb zustande, weil Wurzel 3 mal Wurzel 3 ist doch nichts anderes als 3 hoch 1/2 mal 3 hoch 1/2. Man sieht, wie bedeutend die Potenzrechnung ist. Potenzen mit gleicher Basis ist in dem Fall der Fall. Die 3 werden multipliziert, indem man ihre Exponenten addiert. 1/2 und 1/2 bleibt 1. Natürlich muss man die Basis dann beibehalten. Ja. Also ich behalte die Basis bei, heißt, ich schreibe die 3 ab und addiere die Exponenten einfach und habe dann meine 3. So kommt diese 3 zustande. Gut, das mal weg. So, dann die minus 1 dazu. Jetzt muss man wissen, i Quadrat ist minus 1. Ja, dann habe ich das Minus noch zu beachten. Dann habe ich die Minus, Minus ergibt Plus, die 3 dazu. Naja, 3 minus 1 ergibt dann 2. Okay. Diesen Eintrag, jetzt können wir ein wenig zügiger voranschreiten. Das ist nichts anderes als 1 minus Wurzel 3 mal i. So, jetzt haben wir zum ersten Mal eine nach gewählter Zahlenumformung eine komplexe Zahl mit Realteil und Imaginärteil. Okay. So, jetzt machen wir hier einen Strich drunter. Jetzt gehen wir in die dritte Zeile. Also ich schaue mir den Eintrag A Index 3,1 an. Ja, da rechne ich einfach das, was ich als Zahlenumformung gewählt habe, aus und erhalte schließlich die 0. Ja. Die gewünschte 0. Okay. Diesen Eintrag bekomme ich, naja, mal 1 plus minus 1 ist gleich minus 1 minus Wurzel 3 mal i. So haben wir uns ja geeinigt auf diese Schreibweise. Okay. Dann a Index 3, 3 minus i mal Wurzel 3 mal. Mal Wurzel 3 mal i. Und dann wird noch drauf addiert. Schauen wir nochmal zurück. A, Index 3, 3, die 1. Okay. Okay, plus 1 ist gleich. So, i Quadrat mal 3 plus 1. Ja, i Quadrat ist minus 1. Hoppla. Minus 1. Also haben wir hier minus 1 mal 3. Ist minus 3 plus 1 ist minus 2. Okay. So, jetzt können wir mal unsere Matrix hinschreiben. Wie schaut die jetzt aus? Nach erfolgter Zeilenumformung oder besser gesagt nach erfolgten Zeilenumformungen. Okay. So, da haben wir die 0. Ich hole mal die Minus raus und schreibe diese komplexe Zahl so. Minus 2, so schaut es aus. Okay, aber die andere Spalte, die wollen wir ja noch mitnehmen. Okay, dann schaut es so aus. Was rechnen wir jetzt? Jetzt holen wir die neue dritte Zeile und da verrechnen wir 1/2 plus Wurzel 3 halbe mal i mal die alte zweite Zeile und addieren die alte dritte Zeile dazu. Okay. Wenn wir das haben, naja, hier tut sich nicht viel, ja. A Index 3, 1 ist gleich, ja, 0. A Index 3, 2, natürlich die neue.
Haben wir das hier auch angemerkt? Da müssen wir einen Strich machen, ne? Weil wir haben ja neue Zahlen. Das sind die Einträge von den neuen Zahlen. Okay. Machen wir es ganz genau. So, und jetzt haben wir die Einträge von der neuen dritten Zeile, also zwei Strich. Okay. Also haben wir zu rechnen. Ja, ich schaue mir hier die Zeile an, die ich. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man rechnen kann. Und ja, also mein Weg, mein Rechenweg ist eine Möglichkeit von vielen Rechenwegen, ist damit gemeint. Wir rechnen 1 halb plus Wurzel 3 halbe i mal die 2. Ja, also hier steht die 2. Und dann addiere ich das, was in der dritten Zeile steht, dazu. Ja. Plus minus 1 plus Wurzel 3 i. So. Wenn man das schön ausrechnet, dann hat man dann die 0. Okay. A2-Index 3,3. Ja, den bekomme ich, indem ich das hier rechne. Plus minus 2 ist gleich 1 halb plus 3 halbe minus 2 ist 0. So, daraus folgt unsere Zeilenstufenform. So, wir wollen ja wieder die Spalte mitnehmen, wo der Nullvektor angetragen ist. Okay, machen wir es so. 0, 2, 1, minus Wurzel 3i. 0, 0, 0. So, daraus folgt die Dimension des Kerns. Ja, ich schaue jetzt, wie viele Vektoren stehen überhaupt in meinem Kern. Okay, das ist n minus Rang von a. Ja, die Dimension ist 3, der Rang ist 2. Dann habe ich die Dimension des Kerns 1. Ein Vektor steht im Kern. Okay, das heißt gleichzeitig, ich wähle eine Variable frei. Muss mich aber darauf oder muss mich zurückerinnern, dass diesmal die Komponenten des Vektors komplex sein können. Also wähle ich x3 gleich z. Mit z ist eine komplexe Zahl. Okay. So, wenn wir jetzt mal hier zurückschauen, hier in diese Zeile. Hier steht auch streng genommen 2 mal x2 plus diese komplexe Zahl mal meine Wahl jetzt x3, habe ich z gewählt, muss 0 sein. Die Gleichung nehmen wir mit. Okay, das heißt 2x2 plus 1 minus Wurzel 3i mal z ist 0. Ja, das ist äquivalent mit 2x2 ist gleich minus 1 minus Wurzel 3i mal z. Ja, und das ist äquivalent zu x2 ist gleich 1 halb minus 1 plus Wurzel 3i mal z. Okay, jetzt in die erste Gleichung einsetzen. Wir haben x2 ermittelt, in diese Gleichung. Und dann ermitteln wir x1. Ja? Die Komponente fehlt noch von meinem Vektor oder von den Vektoren, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Steht zwar nur ein Vektor im Kern, aber das Vielfache dieses Vektors ist ja auch, wird ja auch jeweils immer auf diesen Nullvektor abgebildet. Okay. Also die erste Gleichung heißt minus i mal Wurzel 3 mal x1 minus 1 und jetzt setzen wir x2 ein, das haben wir gerade ermittelt. Okay. Mal z. Machen wir zu, plus z. Ja, x3 ist z. So, und das Ganze muss 0 sein. Das ist äquivalent zu minus i Wurzel 3 x1 plus minus 1 mal, ja, rechnen wir erst das hier aus, ja, minus 1 halb. Plus Wurzel 3 halbe i mal z plus z ist 0. So, das ist wieder äquivalent zu minus i Wurzel 3 x1 plus.
Jetzt rechnen wir das hier aus, also minus 1 rein multiplizieren, 1 halb minus Wurzel 3 halbe i, steht es so da, z nicht vergessen, plus z muss 0 sein. Das ist wieder äquivalent zu minus i mal Wurzel 3 mal x1 plus, jetzt klammere ich mal die z aus, komplexe Zahl, dann habe ich 1 plus 1 halb. Minus Wurzel 3 halbe i muss 0 sein. Die beiden kann ich zusammenfassen. Dann steht auch da plus z mal, ja, das sind 3 halbe. Minus Wurzel 3 halbe i muss 0 sein. So, jetzt kommt die erste Äquivalenzumformung auf beiden Seiten der Gleichung. Dann habe ich es auf der linken Seite entfernt, auf der rechten taucht es auf. Ich habe dann da stehen minus i mal Wurzel 3x1 ist gleich minus 3 halbe minus Wurzel 3 halbe i mal z. Jetzt multipliziere ich mal mit mal minus 1, weil das stört mich hier. So, dann steht da Wurzel 3i mal x1 ist gleich 3 halbe minus Wurzel 3 halbe i mal z. So, jetzt kann ich auflösen, ja, nach x1. Daraus folgt x1 ist gleich, ich schreibe mal zu dieser komplexen Zahl den Realteil 0 dazu, weil wir müssen jetzt dann mit dem komplex konjugierten erweitern, dass wir diese imaginäre Einheit hier entfernen aus diesem Nenner. So, an der Stelle erweitern wir mit dem komplex konjugierten vom Nenner. Soll heißen 0 minus Wurzel 3i und hier ebenso. Okay, was haben wir dann? Dann haben wir, ich klammer mal die minus 1 gleich aus, 3 mal Wurzel 3i plus 3, die z auch ausklammern, so geteilt durch 2 mal 3, das ist sicherlich dann 6. Und dann haben wir minus. Klammer hier ja, 1 halb plus Wurzel 3 halbe i mal z. Okay, das ist also unser x1. Daraus folgt der Kern von dieser Matrix A. Ja, da brauche ich mal mehr Platz. Daraus folgt der Kern dieser Matrix A ist die Menge. Ja, dieser. Ja. Vektoren plus Wurzel 3 halbe. So, ich klammer mal die 1 halb raus, schaut schöner aus. Ja, die 1 halb klammer ich mal aus. Also minus 1 halb mal 1 plus Wurzel 3. So mal z. Bei x2 mache ich es genauso. Muss ich aber aufpassen, da steht hier dann minus. Ja. Mal i, die imaginäre Einheit darf ich nicht verschlafen. Mal i. So. Mal i mal z. Und hier x3 war ja meine Wahl z. Ja, das sind alle Vektoren hier, die auf den Nullvektor abgebildet sind, wobei z natürlich eine komplexe Zahl ist. Okay, das ist also unser Kern. Ich kann den Kern auch noch angenehmer schreiben. Ich hole mal die komplexe Zahl z raus, schreibe die davor, dann habe ich hier meinetwegen, muss ich natürlich hier 1 schreiben, dann habe ich hier meinetwegen ein Skalar mal Vektor. Ja. Produkt. Ja. Skalar mal Vektor kann ich ja schreiben. Diesmal ist das Skalar eben eine komplexe Zahl. Ja, ändert ja nichts an der Darstellung. Somit haben wir den Kern ermittelt. So, diese Vektoren hier, diese Vektoren, ja, für jede komplexe Zahl gibt es einen Vektor, die werden alle auf diesen Nullvektor abgebildet. Ja, soll heißen, das rechne ich aber jetzt nicht mehr durch. Das ist vielleicht, ja, Anführungszeichen, Interessenssache. Ich habe jetzt meine Matrix A. Wenn ich jetzt die Menge aller Vektoren, die auf den Nullvektor abgebildet werden, mit ihr verrechne, dann muss der Nullvektor rauskommen. Ja, auf unser Beispiel bezogen soll das heißen, ich nehme die Matrix A.
So, verrechne die mit meinem Ergebnis. Ich setze hier an der Stelle ja z gleich, ja, was nehmen wir denn? 1 plus 0i. Ja, das ist eine komplexe Zahl, die hat natürlich den Imaginärteil 0, also nur den Realteil 1. Dann habe ich sozusagen, wenn ich z hier gleich 1 setze, oder z gleich 1 setzen würde, hätte ich sogar eine Basis jetzt. Ja. Eine Basis von dem Kern, nämlich, ja, da steht dann dieser Vektor drin. So, das wäre eine Basis, ja, Z1 setzen. Oder streng genommen diese komplexe Zahl mit dem Imaginärteil 0 wählen. 1 plus 0i. So. Ja, für jede Wahl von z hätte ich ja einen anderen Basisvektor, aber die Dimension des Kerns ist eindimensional. Ein Vektor genügt für die Basis. Ich wähle eben z 1 plus 0i, setze den hier ein und erhalte den Basisvektor. Okay, das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist ja der Kern gewesen. So, wenn ich jetzt für z die entsprechende komplexe Zahl hier einsetze, dann habe ich ja dieses Matrix mal Vektorprodukt zu rechnen und dann muss das dem Nullvektor entsprechen. Das kann man gerne zu Hause nachprüfen. Aber vorsichtig sein mit dem Ausmultiplizieren, ja? Also das muss dann den Nullvektor ergeben. Ja? Wenn ich hier also diese Zeile mit dem Vektor muss 0 rauskommen. Diese Zeile mit dem Vektor verrechnen muss 0 rauskommen. Und diese Zeile mit dem Vektor verrechnen muss ebenfalls die 0 rauskommen. Aber wie gesagt, bitte langsam hier ausrechnen, da kann man sich schnell verrechnen. Besonders wenn man sich in diesem Körper der komplexen Zahlen bewegt, da ist es immer ein bisschen schwierig. Also sehr viel Zeit nehmen beim Ausmultiplizieren. Und dann funktioniert es. Ich schiebe mal den kurz mal ein bisschen weg. Der gehört nämlich nicht dazu, ne? Okay. Also gut.